So, für Aristokraten brauchen. Okay, wir brauchen erstmal Klamotten. Schmuck. Ja, Schmuck. Schmuck, genau. Ich glaube, wir sind die einzigsten mit Gold, ne? Weil die anderen haben immer noch keine Aristokraten, also wird es wahrscheinlich, werden die wahrscheinlich sowas nicht haben. Das ist sehr gut. Ne, ich verkaufe ja Gold, ne? Ach, Gold verkaufst du, okay. Nee, Schmuck. Okay. Aber ich hab, die verbrauchen gerade so viel Schmuck, dass, Dann würde ich vielleicht sogar, ich würde vielleicht sogar bei, bei den Kaufleuten bleiben. Aus dem Grunde, dass sich das mit dem Schmuck richtig lohnt, mit dem Verkaufen. Ich habe jetzt 525.000. Das bringt richtig Kohle ein. Wenn ich nur, wenn du 10 Tonnen Schmuck im Lager hast und die gekauft werden, hast du einfach mal über 6.000 Gold auf einen Schlag reingeholt. Wie viel verkaufst du 675. Das ist der... Ich gucke immer, wie viel die anderen geben wollen. Danach richte ich mich. Kleidung? Kleidung? Warte. Na, Kleidung muss ich erstmal gucken, ob irgendjemand Kleidung will. Kann ich das auch besser bestimmen. Beziehungsweise, achso, Kleidung einkaufen meinst du? Oder verkaufen. Okay, es ist relativ einfach eigentlich rauszukriegen. Der Regler muss genau zwischen dem hellgelben und dem dunkel, dem orangen stehen. Das heißt, Schmuck wären ungefähr 145. 145 Goldstücke. Und Ziegel zu 33 verkaufen. So, Stoffe zu 25 wäre, glaube ich, richtig. Oder? Oder waren es 37? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Alkohol zu 40 einkaufen. Boah, du brauchst ja über viel Alkohol. Warte mal, ich helfe dir mal eben aus. 14. So. Schmuck geht jetzt auch baden. Ich muss mehr Goldschmiede bauen. Ah, ich habe schon wieder 8 Tonnen Schmuck im Lager. Korrigiere 9. Gleich sind es wahrscheinlich 10 oder sowas. Ja. Das heißt, wenn der Händler kommt, sind schon wieder knapp 7000. Ah, da kommt einer. Yay! Hat alles aufgekauft. Sehr schön. Dein Weg sieht äußerst lustig aus bei der Goldmine, muss ich sagen. So, ich habe da was von Alkohol gesehen. Zack. Und zack. 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 Soll ich eine Route einrichten von wegen Alkohol? Jetzt, ich werde den dauerhaft drin lassen. Also der geht immer von alleine raus, wenn er voll ist. Überprüft eure Handelsrouten. Wie er gerade ist. Ja, ich habe auch gerade aufgefüllt bei dir. Auch Tabakwaren kann ich dir anbieten, wenn du willst. Dann pass auf, dann richte ich eine Route ein mit einem Kriegsschiff. Der holt hier oben einmal... Der holt hier oben einmal ein bisschen Tabakwaren ab. 50 Tonnen sollten reichen. Der holt hier einmal Alkohol ab. Okay, hier ist kein Alkohol. Jo, noch eine halbwegs stabile Alkoholproduktion. Oh, doch, sieht gut. Achso, der hat bestimmt jetzt einmal kräftig abgeholt oben. Weil ich dir ja gerade 100 Tonnen vorbeigeschippert habe. Das ist die Holzroute. Ah, Gewürze gehen gleich auch wieder baden. Okay, Alkohol haben wir. Das ist hier nur so ein Uralt-Kontor. Okay. Na gut, dann richte ich erstmal nur eine Dingsbums. Brauchen Aristokraten noch Stoffe? Nein, glaube nicht. Gut, dann sage ich dem Stoffschiff, es soll die Stoffe nicht mehr. Dem Stoffschiff. Die Felder verderben vor Trockenheit. Hm. Der Bedarf an Tabakwaren ist aber relativ niedrig, das lohnt, glaube ich, nicht. Oh. Dein Alkoholbedarf ist anscheinend gerade ziemlich stark gestiegen gewesen. Bin ich satt 100 Tonnen Alk bei dir losgeworden. Ist ja wie im Real Life in dem Sinne. Da ist es nicht anders. Komm ich auch manchmal bei dir vorbei mit einer fetten Schubkarre, wo kistenweise Alk dann drin ist. Und du freust dich dann auch immer. So, 12 Tonnen Schmuck haben wir hier im Start. 13. Und da kommt der Händler. Ne, er fährt vorbei. Na, hier ist ganz viel Schmuck, Leute, holt's euch. Die anderen haben ja sowas nicht. Ha. Ja, das dauert sich ja immer, bis sich das Hund gesprochen hat, ne? Ja, aber irgendwann kommen die alle her. Das ist ziemlich geil. 16 Tonnen Schmuck, boah, Alter, wenn er jetzt gleich kommt. 17. Die Produktion läuft richtig gut. Und ich hab zu viel Gold, das ist gut. Das heißt... That means...
baue jetzt hier. Die fahren alle vorbei. Was ist denn da los? Nein, ich habe die Goldschmiede zerstört. Ich bin so dumm. Jetzt brauche ich... Ah, jetzt kann ich keine neue bauen, weil mir die Materialien fehlen. Pah. Ich nehme mal das ganz gut aus dem Verkauf raus. Ich will das jetzt bis zum Anschlag ausreizen. Bin da so ein Statistik-Junkie. Ja, das finde ich auch echt krass, weil ich kann sowas gar nicht. Bitte? So Statistiken aufstellen und auch so das Feststellen von den Sachen und so, das geht gar nicht. Wie geht gar nicht? Also ich kann das gar nicht. Nee? Ich liebe sowas. Also auch wenn ich mit Mathe nicht so der Freund bin, aber Statistiken kann ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen. So. Ich sehe das schon. Was esse ich heute Abend? Mache ich mal eine Statistik. So eine schöne, wie ist das in der Schule? Flowchart oder wie das genau ist? Sowas. So, jetzt laden wir erstmal kräftig. Baumdiagramm. Wenn ich das esse, dann brauche ich. Genau sowas. So. Sehr schön. 3 Goldschmieden am Start. Und bereits 25 Tonnen Schmuck. Ich werde hier nochmal einen Marktplatz hinstellen, damit das ein bisschen schneller läuft. Zack. Also du wirst, wenn die jetzt alle expandieren, so Probleme kriegen. Wer? Wie? Was? Du mit Versorgung deiner Einwohner. Ich überlege, ob ich überhaupt auf Aristokraten gehe, wie gesagt. Weil im Grunde genommen brauche ich nicht. Durch Aristokraten kriegst du halt nur diese ganzen Fancy-Gebäude wie Schloss und sowas. Und Kohle, wie gesagt, kriegst du genügend rein, wenn du hier so einen Scheiß verkaufst. Oder einfach groß bist. Oder einfach groß bist, genau. Oder einfach einen großen hast. Ah. Da wird's schwierig für dich. So. Du antwortest gerade nicht, das macht mir so ein bisschen Angst. Ja, ich versuche hier echt, die wollen Klamotten anziehen. Ich weiß zwar nicht, wieso die Vorgänger das nie wollten, aber die haben echt eine Sehnsucht danach. Hast du das Klamotten? Du verkaufst auch noch was, ne? Von Stoffen. Also Klamotten meine ich. Ja, aber ich habe halt in der anderen Insel Stoffe komplett voll und die kriege ich nicht zu Klamotten umgewandelt. Okay. Das ist so das Ding. Oh, die anderen haben Aristokraten. Ja, wir sollten vielleicht nicht so viel verkaufen. Boah, das bringt ihnen ja nicht wirklich viel. Wir halten die schon in Schach. Weil die Sache ist, wenn die bei uns Schmuck kaufen, oder auch Gold, Schmuck und so ein Zeug, das ist für uns ziemlich gut, da wir eine Menge Schotter damit machen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Der baut Unmengen an Handelsschiffen, der Gelbe. Der ist ziemlich... Boah, der Gelbe verkauft einfach 150 Tonnen Kleidung. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Auch der Weiße knapp 100 Tonnen und 125 Tonnen Stoffe. Gewürze sind Mangelware. Mal was Neues. Das erfrischt doch irgendwie, oder? Das ist so frisch. So, ich merke gerade, der Schmuck sammelt sich. Leute, guckt doch mal, ihr kauft mal was. Das ist lecker. Hm, Schmuck. Vor allem, die haben auch Bedarf an Schmuck, wenn ich mir so reinschaue. Hier sind es 15 Tonnen bei den Weißen. Achso, hier, die Gelben haben noch gar keine Aristokraten. Die wollen auch keinen Schmuck, die wollen nur Gold. Haben die zufälligerweise Gold? Sieht nicht so aus. Man müsste nochmal die anderen Inseln abchecken, was da so drauf ist. Gut, die fahren alle vorbei. Meinetwegen. Soll mich nicht stören. Lager voll. Naja, jetzt wird abgeholt. Okay. Sehr schön. So, wie viele Schiffe haben wir jetzt eigentlich am Start? Da kann man 3, 6, 9. Achso, habe ich eins irgendwie mal entwendet. Gut. Blick in den Marktplatz. 117 Tonnen Schwerter. Wollen wir was ausprobieren? Ah, nein. Überprüft eure Handelsrouten. Ah ja, die Holzroute, die funktioniert schon wieder nicht mehr richtig. So.
Bis 35% kann ich bei Kaufleuten gehen, ohne dass sie sauer werden und zurückgehen. 35%. Gut, ist jetzt nicht so viel mehr, aber etwas mehr. Okay. Ich würde dann schon mal langsam damit beginnen, Einheiten zu produzieren. Auszubilden. Ja, ich versuche einfach mal meine Wirtschaft in den Griff zu kriegen. Lass mich mal nachdenken. Der hat ziemlich wenig Türme. Ich würde sagen, ich bild mal... Sagen wir, 7 haben wir. Ich bild erstmal eine Runde Kanoniere aus. Danach, hat der überhaupt Einheiten? Die haben keine Einheiten, Digga. Null, beide nicht. Haben beide eine Burg, aber produzieren auch Waffen. Aber... Das ist, irgendwie ist mir das ein bisschen unerklärlich. Weil normalerweise haben die da immer gleich voll ihre Army am Start. Anker lichten! Alter, habe ich mich erschrocken. Manchmal ist der Sprecher so extrem laut, ja. Der brüllt mich gerade voll an, so Anker lichten! Alter, übertreib doch nicht. So. Man kann ja hier mal ein paar... Nein, das war der falsche. Ein paar Sprechsachen deaktivieren. Kommandos zum Beispiel. Kampfhandlung, Handel, Mitspieler, Indisch. Naja, die meisten Sachen. Das Problem ist, das Filtern der Audioausgaben ist bei einer 16.2 so ein bisschen mau. Ja. Weil manchmal, wenn du eine Sache deaktivierst, sind trotzdem irgendwelche Sachen dabei, die du eigentlich brauchst. Da so eine Vermutung, dass die Leute da nicht hierher kommen können. Wieso das? Nur gerade wie jetzt blöde oder? Da sind sie. Die kommen nicht da runter. Ah, scheiße, weil da der Marktplatz ist. Okay, dann eine Einheit zerstöre ich einfach mal dieses Haus. So, jetzt aber. Brauch eine neue Insel. Ja? Woran hapert? Gewürze. Brauchst du welche? Ja, es bringt ja nichts. Ich brauch sie dauerhaft. Oh. Ach, ich hab hier oben ein Schiff stehen. Vollgepackt. Mit Gewürzen. Zum bebauen. Neue Einheiten sind bereit. Ja, du, dann baue ich hier schon mal ein Konto hin. Eine neue Stadt ist entstanden. Ach, hier, ja. Wolltest du dich jetzt sowieso schon gründen? Das Schiff stand hier schon die ganze Zeit. Das hatte ich anscheinend im Rausche vergessen. Ja. So, warte mal. Ich finde es schade, dass er nicht die Anzahl der Einheiten anzeigt, die man denn so hat. Neue Soldaten sind übrigens 650.000. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Oder 650, ja, da hast du mich schon wieder überholt. Ach, wegen Schmuck. Verkaufserlöse 2.800 irgendwas. Ja, das fressen die bei mir, ey. Jetzt weißt du, warum ich keine Aristokraten nehme. Weil die fressen einfach zu viel, das stimmt schon. Und bei der Menge an Häusern, die ich hier habe, werden die wahrscheinlich richtig krass fressen. So, nee, da bleibe ich denn doch lieber bei den Kaufleuten. Das ist schon ganz in Ordnung. Du hast gar keine Kaufleute mehr, wa? Ich weiß es gar nicht. Sieht so aus. Du hast noch Goldschmieden bei dir auf der Insel? Ja, das Gold wird importiert und hier ist verarbeitet. Oh je. Ich sehe gerade eine Problematik. Von wegen Gewürzen und sowas. Oh je, 160 Tonnen. Ach du Scheiße. Ja, ich baue jetzt hier kurz im Norden. Warte mal. Da muss wieder der Trick herhalten. Der Trick jetzt im Kino. So, ich komme einfach mal bei dir vorbei und lade eine richtig ordentliche Menge an
Ja, wie gesagt, tob dich aus. Also an Geld soll's nicht mangeln. Bin schon unterwegs. Schiff ist gleich da.